Street Graphics, Schauer Meißner, guten Tag. Grüßen Sie. Ja, so machen wir's. Danke, tschüss. Ich komme aus Berlin und bin von Beruf Airbrush Designer. Ich bin gelernter Siebdrucker und habe schon aktiv Graffiti gemacht und bin da mit der Airbrush Restore in Kontakt gekommen und habe dann jemanden kennengelernt, der hat einen Airbrush-Laden, wo ich angefangen habe, auch was zu machen. Und dann hat sich das alles entwickelt. Wichtig war hier in Berlin, weil hier die Leute ja auch nicht gleich die Bude einrennen. Bin ich mit meinen ganzen Unterlagen, Helme, Tanks, in jeden Motorradladen hier in Berlin rein, habe mich vorgestellt und so kam der Stein ins Rollen. Und habe es dann geschafft, innerhalb von 2 Jahren, von Tellerwäscher zum Millionär. Ich habe am Anfang dann Fernsehen gemacht. Da war gerade dieses Pimp My Ride aus Amerika so in. Und dann haben die es hier in Berlin auch gemacht und ich war halt der Airbrusher von der TV-Serie. Ich habe dann vor ein paar Jahren die Firma Buddy Bear Berlin, die die Berliner Bären herstellt, kennengelernt. Und seitdem fertige ich für die halt Bärchen an. Also einige Hollywood-Stars haben jetzt so ein Bärchen von mir zu stehen. Damit unsere Farbe hält, müssen wir erstmal alles anschleifen. Jetzt wird erstmal eine Grundfarbe aufgetragen und die muss trocknen. Dann kleben wir die Streifen ab oder eine Grafik, die die beiden Farben voneinander trennt. Und dann kommt das Schwarz ein bisschen Glitzer rein. Gefächert. Mal mit einem Wasserball oder mal mit einem Tisch oder irgendwelche Plastiksachen, Holz, Glas, Leder. Also nicht jeden Tag das gleiche vom Untergrund her. Jetzt muss es trocknen. Thank you.